Hey ho, willkommen bei Otto Samurai. Heute mit einem kleinen Deck-Profile zu meinem Tenny-Deck. Genau, so, das ist das Extra-Deck, das machen wir zum Schluss. Und das sind die Monster. Die machen wir als allererstes. So. Was spiele ich in dem Deck? Ich spiele dreimal Tenny-Geist Adhara. Effekt ist, wenn man ein Nicht-Effekt-Monster, also wenn man keine Effektmonster kontrolliert, kann man diese Karte von der Hand special. Und falls man ein offenes Nicht-Effektmonster kontrolliert, man kann diese Karte vom Friedhof, von der Hand oder den Friedhof verbannen und dann ein eins deiner verbannten Würmonster wählen. Außer diese Karte füge es deiner Hand hinzu. Und man kann jeden Effekt von Adhara nur einmal pro Spielzug aktivieren. Gut. Dann dreimal den guten Chitana. Was hat der Gute für einen Effekt? Wieder, wenn kein Effektmonster liegen, können wir ihn von der Hand specialen. Und wenn und falls ein oder mehr offene Nicht-Effektmonster, die man kontrolliert durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört würden, du kannst diese Karte von deiner Hand oder deinem Friedhof verbannen und dann eins der zerstörten Monster wählen, beschwörst als Spezialbeschwörung. Dann kannst du ein Monster zerstören, das dein Gegner kontrolliert. Und wieder nur einmal pro Spielzug jeden Effekt aktivieren. Genau. Dann spiele ich einmal Tenny Geist Nahata. Wieder, wenn man keine Effektmonster kontrolliert, kann man diese Karte von der Hand specialen. Und wenn ein Angriff deklariert wird, an dem ein offenes Nicht-Effektmonster und ein offenes Monster des Gegners beteiligt sind, du kannst diese Karte von der Hand oder dem Friedhof verbannen. Das Monster des Gegners verliert bis zum Ende des Spielzuges 1500 ATK. Und wieder, man kann jeden Effekt nur einmal aktivieren. Dann spiele ich einmal Tenny Geist Mapura. Wieder der gleiche Effekt. Wenn keine Effektmonster liegen, können wir ihn specialen. Und wenn dein Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, die oder der ein oder mehr offene Nicht-Effektmonster, die du kontrollierst, als Ziel wählt, man kann diese Karte wieder von der Hand oder dem Friedhof verbannen. Und annulliere die Aktivierung und falls du dies tust, zerstöre die Karte. Und wieder einmal pro Spielzug. So, dann spielen wir dreimal den guten Tenny Geist Ashura. Ashuna. Entschuldigung, nicht Ashura, sondern Ashuna. Auch wieder, wenn wir keinen Effektmonster kontrollieren, können wir ihn specialen. Wäre cool, wenn der Fokus noch ein bisschen besser kommt. Können wir ihn specialen und wir können ihn wenn wir einen Nicht-Effektmonster kontrollieren, können wir ihn von Friedhof verbannen und uns ein Teni-Monster als Spezialbeschwörung vom Deck beschwören, außer natürlich ihn selbst. Und für den Rest des Spielzugs können keine Monster als Spezialbeschwörung beschworen werden, außer Würmmonster. Dann spielen wir den guten Teni-Geist Vishuda dreimal. Auch wieder, wenn keine Effektmonster liegen, können wir ihn specialen. Und wenn wir können ihn vom Friedhof oder von der Hand verbannen, wenn wir einen Nicht-Effektmonster kontrollieren natürlich, und dann eine Karte wählen, die der Gegner kontrolliert, und diese auf die Hand zurückgeben. Dann spiele ich zweimal den guten Mare Mare. Er kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden, außer durch den Effekt eines Monsters vom Typ Wurm. Und während der Main Phase, man kann die Stufe dieser Karte um 1 reduzieren und falls man dies tut, beschwöre eine Mini-Mare-Mare Spielmarke als Spezialbeschwörung. Genau. Typ Wurm, Wasser, Stufe 1, ATK und Defense, nee, ATK 300, Defense 200. Und den Effekt kann man dreimal machen, also drei Marken könnte man beschwören. Dann spiele ich zweimal den guten Einbildungsunterwäldler. Ja, er kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden und kein Spieler kann Monster als Spezialbeschwörung beschwören, wenn der liegt. Das ist ganz gut, wenn man den dann vielleicht auf der Hand kriegt und dann zum Schluss als Tributbeschwörung holt, dann braucht bei dem Deck wirklich selten seine Normal. Aber Combo zeige ich euch nochmal kurz zum Schluss. So, dann kommen wir zu den Zauberkarten. Ich spiele dreimal Medium des Drachenzyklus. Ist eigentlich so die Startkarte, weil
Wir können einen Worm-Monster vom Deck auf den Friedhof legen, dann, falls du ein offenes Nicht-Effekt-Monster kontrollierst, kannst du deiner Hand ein Teni-Monster mit unterschiedlichen Namen als das auf den Friedhof gelegte Monster von deinem Deck hinzufügen. Ja. Und man kann diese nur einmal pro Spielzug aktivieren. So, dann spiele ich dreimal Himmlischer Drachenkreis. Wir bieten ein Worm-Monster als Tribut an, füge deiner Hand ein Worm-Monster von deinem Deck hinzu oder falls du ein Nicht-Effekt-Monster als Tribut angeboten hast. Um diese Karte zu aktivieren, kannst du es stattdessen als Spezialbeschwörung beschwören, aber annulliere seine Effekte. Während deiner Main-Phase, falls du ein offenes Nicht-Effekt-Monster kontrollierst, du kannst diese Karte vom Friedhof verbannen, füge deiner Hand eine Teni-Karte von deinem Deck hinzu. Und wir können nur ein Effekt pro Spielzug aktivieren von dieser Karte. Genau. Dann spielen wir einmal die makellose Perfektion der Teni. Spielfeldzauberkarte. Alle Nicht-Effekt-Monster auf dem Spielfeld bleiben von Monster-Effekt unberührt. Einmal pro Spielzug, falls ein Gegner ein oder mehr Effekt-Monster als Spezialbeschwörung beschwört. Solange du ein verdecktes Monster oder ein Nicht-Effekt-Monster kontrollierst. Man kann zwei Karten ziehen. Sehr schön. Dann haben wir törichtes Begräbnis, um uns meistens eigentlich Mare Mare in den Friedhof zu setzen, zu schicken. Zweimal törichte Begräbnisbeigaben. Das ist eigentlich, um uns himmlischer Drachenkreis in den Friedhof zu schicken. Topf der Trägheit, um unser Extra-Deck wieder ein bisschen aufzufüllen und zwei Karten zu ziehen. Und eine kleine Wiedergeburt. Und falls ein Handrail kommt, vom Grab gerufen. Leider nur einmal, weil sie im TCG nur auf 1 ist. Mit der Hoffnung, dass sie natürlich vielleicht bei der nächsten Banliste mal wieder auf 2 kommt. Wäre ja mal ganz schön. So, zu den Vereinkarten. Da spiele ich eigentlich nur zweimal Fäuste des unvergleichlichen Tenny. Wenn eine Zauberfallenkarte oder ein Monster-Effekt aktiviert wird, solange du ein offenes Nicht-Effekt-Monster kontrollierst, man kann die Aktivierung annullieren. Genau, und falls diese gesetzte Karte, die du kontrollierst, durch einen Karteneffekt deines Gegners zerstört wird, du kannst ein Nicht-Effekt-Monster als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck beschwören. Genau, das ist doch auch ein sehr cooler Print. So, das waren jetzt die Fallenkarten. Dann komme ich aber noch zu 6 Plätze haben wir noch frei und da spiele ich Handtraps. Dreimal die gute unendliche Unbeständigkeit. Ihr wisst es, wenn man keine Monster kontrolliert, kann man sie von der Hand spielen und den Effekt eines Monsters annullieren. Also die Effekte von Monstern annullieren. Wenn sie gesetzt war und man sie dann spielt, kann man auch wieder Monster wählen, die Effekte annullieren und die Spalte, wo sie lag, wird auch beim Gegner denn von der Zauber oder Falle annulliert. Dann dreimal die gute Aschenblüte und freudiger Frühling. Ihr wisst das, Karte auf die Hand können wir so spielen, annullieren den Effekt. Karte vom Deck auf den Friedhof können wir annullieren durch ihren Effekt oder Spezialbeschwörung vom Deck. Genau. So. Ja, das Deck ist jetzt so, das ist, wie ich es jetzt immer gespielt habe. Ich will es jetzt nochmal ein bisschen überarbeiten. Aber ich dachte mir, ihr könnt es erstmal sehen, wie ich es gespielt habe. Es geht auch vom Preis her. Natürlich, die Handtraps hier sind ein bisschen teurer. Obwohl unendliche Unbeständigkeit geht jetzt wieder vom Preis durch die Structure, das Structure Deck von. Oh Gott. Naja, den Cypher Dragons Dark. Da, das neueste Structure Deck, was da kam von denen, da war sie ja drin. So habe ich sie ja auch gekriegt. Aschenblüte, ja gut, ist teuer. Aber für, ich sag mal, für unendliche Unbeständigkeit könnte man Effektverschleierin nehmen. Ist eine schöne Karte, die vom Preis her geht. Viel billiger ist. Oder hier für sie kann man einen Kauz nehmen oder irgendein anderes Mädel. Ja, dann kommen wir zum Extra Deck. Aber so. Oh Gott, alles durcheinander. Nein. Aber so geht das Ding eigentlich von dem Preis her. So, da spielen wir dreimal den Mönch der Teni. Ja, Nicht-Effekt-Monster braucht aber ein Teni nicht. Ein Teni Nicht-Link-Monster, um gerufen zu werden. Genau. Dann haben wir dreimal die gute Schamanin der Teni. Ich glaube, die war ein bisschen teurer. Was kann die gute? Wir können eine Karte von der Hand abwerfen und
Dann ein Wurmmonster im Friedhof finden und das Special. Genau. Aber dann können wir eben nur noch vom Extra Deck die Effekte von Teni-Monstern aktivieren für diesen Spielzug. Und wenn ein Angriff deklariert wird, in dem dein offenes Nicht-Effekt-Monster beteiligt ist, du kannst eine Karte wählen, die dein Gegner kontrolliert und diese zerstören. Und dann spielen wir einmal den Drachomeister der Teni. Zwei Monster, darunter ein Link-Monster. Kann nicht durch Kampf mit einem Effektmonster zerstört werden. Falls du keine anderen Effektmonster kontrollierst, du kannst Effektmonster zerstören, die dein Gegner kontrolliert, bis zur Anzahl der Nicht-Effektmonster, die du kontrollierst. Und oder die sich in deinem Friedhof befinden. Genau, man kann diesen Effekt einmal aktivieren. Dann spiele ich zweimal den guten Berserker der Teni. Link 3, Nicht-Effekt, braucht zwei Monster, darunter ein Link-Monster. Dann spiele ich einmal den Teni-Geist Sahasaha. Und der gute. Ja, man, solange du ein offenes Nicht-Effekt-Monster kontrollierst, können Monster, die dein Gegner kontrollieren, Effekt-Monster nicht als Angriffsziel wählen. Zusätzlich kann dein Gegner Effekt-Monster auf dem Spielfeld nicht als Ziel für Karteneffekte wählen. Schnelleffekt, du kannst ein Effekt-Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert. Beschwöre eine Teni-Geist-Spielmarke. Wurm, Licht, Stufe 4, ATK, Defense, ATK, Fragezeichen, Defense 0. Als Spezialbeschwörung die ATK der Spielmarke wären gleich der ATK des Monsters, das man gewählt hat. Dann spiele ich einmal Link Kuribu. Ja, metaphysischer Horus. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich den jetzt so. Falls diese Karte als Synchro-Beschwörung beschworen wird, du kannst den oder die entsprechenden Effekte aktivieren, abhängig von dem oder den als Synchromaterial verwendeten Nicht-Empfänger-Monster. Normales Monster. Diese offene Karte bleibt in den Spielzug von anderen Karteneffekten unberührt. Effektmonster. Du kannst eine andere offene Karte auf dem Spielfeld wählen. Annulliere die Effekte des gewählten Ziels. Pendelmonster. Dein Gegner bestimmt ein Monster, das er kontrolliert und übergibt dir die Kontrolle darüber. Aber es kann in diesem Spielzug nicht angreifen. Und natürlich Draco-Berserker der Teni. Wenn Monster-Effekt aktiviert wird, können wir das Monster verbannen. Also wir annullieren nicht den Effekt, aber wir verbannen das Monster. Das ist auch schon mal ganz okay. Wartet. Falls diese angreifende Karte ein Effektmonster durch Kampf zerstört und auf den Friedhof legt, diese Karte erhält ATK in Höhe der Grund-ATK des zerstörten Monsters. Zusätzlich kann sie während der Battle Phase einen weiteren Angriff auf ein Monster durchführen. Genau, und man kann jeden Effekt nur einmal pro Spiel aktivieren. Ja, ist natürlich. Man kann sagen, es ist der günstige Kaliberlade-Wilddrache. Ist aber ganz okay. So, leider habe ich eine Karte vergessen und das ist die gute Link-Spinne, die ich eigentlich noch spiele. Aber die ist jetzt gerade noch in meinem Pinguin-Deck und da habe ich sie gerade nicht. Na gut, okay. So. Dann sehen wir uns gleich zur Combo wieder. So, ich habe mir mal ganz kurz meine Links weitergeholt. Und ich würde sagen, kommen wir zur Combo. Ich gehe von drei Karten aus, die wir haben. So, okay. Packen sie mal hier hin, jetzt sehen wir sie, meine Handkarten. Also, wir sind dran. Kontrollieren natürlich keinen Effektmonster, können Adraha Special. Dann gehen wir in eine Link 1 und holen uns unseren guten Mönch. Dann aktivieren wir Medium des Drachenzyklus. Genau. Wir können uns jetzt ein Wurmmonster in den Friedhof senden. Nehmen wir Mare Mare. Dann können wir ein Teni-Monster auf die Hand nehmen. Gönnen wir uns mal Chitana. So. Weg. Genau, dann specialen wir unseren Teni-Geist Ashuna. Gehen mit ihm und unserem guten Mönch in eine Link 2.
zwei so guten Schamanen. Die holen wir mal hier hin. Dann zeige ich euch jetzt nämlich mal einen kleinen Lock. Ich hoffe, ich kriege den jetzt gerade hin. Wie gesagt, das Deck habe ich jetzt zu oft, also lange nicht mehr gespielt. Dann aktivieren wir den Effekt von der Schamanen. Wir können eine Karte abwerfen und uns ein Würmonster vom Friedhof specialen. Gönnen wir uns unser Mare Mare natürlich. Mare Mare Effekt 1. Wir. Ah, jetzt habe ich natürlich keine Tokens hier. Ja, für die Tokens. Drei Karten. Nehmen wir mal die Ashes. Token 1, Effekt also 1. Effekt Nummer 2. Und Effekt Nummer 3. Dann gehen wir mit unseren normalen Token in eine Linkspinne mit den Beinen und den Token gehen wir in unseren guten Berserker. So, jetzt hätten wir immer noch Mare Mare liegen. Natürlich ein Angriff, weil Angriff ist stärker als Verteidigung. So, jetzt kontrollieren wir ein Nicht-Effekt-Monster. Jetzt können wir nämlich unseren. Warte, die Tokens kommen mal weg. Ah, hier ist der Friedhof. Können wir unseren Ashuna-Effekt aktivieren? Wir verbannen ihn. Und können von unserem Deck ein Teni-Monster specialen. Und mit dem Teni-Monster. Also wir könnten jetzt theoretisch auch ein Vierer-Teni-Monster nehmen und in unseren Drachoberserker gehen, aber ich will euch den Lock zeigen. Wir nehmen jetzt den Vishu da und gehen mit ihm in den Mönch der Teni. Zack. Haben wir alle beiden extra Decks zu uns zugelegt. Das heißt, der Gegner müsste, wenn er jetzt keine Zerstörungskarte oder so auf der Hand hat, seine Battleface opfern, um den Mönch wegzuhauen. Aber wenn er natürlich den Mönch angreift, könnte sie natürlich den Effekt aktivieren und das Monster schießen. Genau. So, und jetzt stellt euch vor, wir hätten jetzt noch diesen guten Mann auf der Hand. Könnten wir Mare Mare als Tribut anbieten und ihm noch Normeln. Also als Tributbeschwörung machen. Und zack, könnte er nicht mal mehr Spezialbeschwörungen machen. Also sehr nice. Wenn ihr jetzt aber nicht in den Lock gehen wollt und wir die beiden jetzt nicht gerufen haben und mit unseren Mare-Tokens weiterarbeiten wollen, könnten wir. Theoretisch unseren guten Tenigeist Hasrara rausholen. Aber wir könnten natürlich auch unseren Tracho Berserker rausholen, weil Mare Mare, wie gesagt, ist ja Stufe 1. Also man kann sehr viel machen, aber der Lock ist eigentlich das, worauf ich immer hinaus spiele. Ja, das Deck, wie gesagt, ist preislich ganz okay. Wenn man jetzt gerade wieder anfangen möchte mit Spielen, da ist das wirklich in Ordnung. Und ich packe euch den Lock nochmal hin. Vielleicht werde ich mal ein Duell nochmal mitmachen, aber ich würde es jetzt nochmal ein bisschen überarbeiten. Wenn ihr wollt, dass ich mal so die Preislisten von meinen Decks zum Schluss mit hochlade, dass ihr so seht, wie teuer die sind. Like gerne das Video, dann werde ich mal schauen, dass ich oder kommentiert das, dass ich das hier mitmache. Ja, gut, das war's eigentlich schon zu diesem Deck. Wie gesagt, es ist okay, es kann mal was reißen. Zum Anfang, um so wieder Spielmechanik, ist es schön, weil es nicht so teuer ist. Und ja, gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Das Opening-Video zu meinem Greatest Raphael verschiebt sich ein bisschen, weil ich jetzt noch gucken will, dass ich dieses Xyz-Event vom Master Duel euch noch zeige. Aber dafür müsste ich erstmal ein Xyz-Deck aufbauen, was ja nicht so einfach ist, wenn man nicht so viele UR-Punkte hat.
Ja, genau, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns wieder. Euer Otto Samurai, macht's gut!